Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Herr Perrey. Ich begrüße den Ministerpräsidenten Bayerns, Horst Seehofer. Und ich muss schon sagen, Sie sind ein Charmeur. Sie, ja, Sie wissen, wie man Frauen um den Finger wickelt, nach dem Motto, auch Frauen sind Wähler. Ja, Sie meinen Wählerinnen. Wahrscheinlich sprechen Sie die Frauenquote an. Absolut richtig. Sie fordern eine Frauenquote, aber ohne Bürokratie, ohne Dokumentierung oder Regulierung. Mit anderen Worten, am Ende kümmert sich eh kein Schwein, oder wie jetzt? Genau, das ist ja wie Steuergesetze ohne Finanzbeamte. Ja. Ja, meine Herren, Ihnen fehlt der vorausschauende Blick. Ach. Ich als CSU sage deshalb Ja zu Frauen in der Wirtschaft. Weil, wer, und das frage ich Sie, soll mir sonst das Bier bringen? Also, das ist ja mal heute hier. Dann gebe ich doch mal besser ab an einen echten Frauenexperten. Ein Profi auf dem Gebiet der Erkundung der Weiblichkeit. Hallo, guten Morgen, Herr Bohl. Das ist ja hier so eine geile Show. Absolut. Also, das ist ja mega hammergeil. Ja. Also, ich bin ja auch für so eine absolute Einführung der Frauenquote. Aha, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Und warum? Also, wenn ich so eine Frau als Chef hätte, so eine Braut, also wo alles stimmt, Aussehen, Klamotten, ja, Schuhe, ja. Also da wäre ich auch bereit, unter so einer Frau zu arbeiten. Oh, also wenn das heute Morgen hier die Ali Schwarze hört, also können wir den Laden dicht machen, Olli, ja? Wir müssen in dieser Runde aber auch mal ehrlich sein. Ja, nicht? Gerne, ja. Von einer Gleichberechtigung in der Wirtschaft sind die Frauen meilenweit entfernt. Ja, ja. So weit entfernt wie die Raumsonde Rosette von zu Hause. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Ja, ja. Wenn man eine Firma gewinnbringend führen will, dann bleibt nur eins. Nur eins? Ja, und was? Frauen an die Front. Ja. Denn sie verdienen 25% weniger als Männer in vergleichbaren Positionen. Und kommt das Mädel dann aus dem Osten, kannst du nochmal 28% abziehen. Oh, so, jetzt gibt's bestimmt Ärger. Perrey, hallo, wer ist denn da, bitteschön? Lieber Herr Perrey, hier ist Ihre Kanzlerin. Ja. Sagen Sie Ihren Gästen, man kriegt selten das, was man verdient. Meine Herren, das war die Merkel. Ich soll Sie alle ganz herzlich aus Australien vom G20-Gipfel grüßen.